Weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir gucken mal gerade. Wir haben nämlich ein Gebiet frei gemacht. Und zwar hier mit der Templerjagd. So, und das heißt, der nächste Punkt, der uns jetzt ansteht, wird dieser hier sein. Das heißt, da hüpfe ich mal kurz eben zurück zu meinem Ausgangspunkt, wo wir eben schon angefangen haben. Das war kurz eben das da noch machen. Weil heute geht's wieder weiter mit Vorbildismus. Ja gut, dann dauert es halt einmal noch ein bisschen. Dann machen wir tatsächlich sogar fast die Woche nur den Mission. Aber ich weiß es halt noch nicht. Müssen wir mal gucken. So, also heute die letzte Folge quasi. Dann machen wir morgen eine kleine Pause. Und dann geht's am Freitag weiter. Freitag, Samstag weiter. Und dann geht's weiter normal von Montag bis Mittwoch. Also das Verschiel hat sich jetzt nur quasi durch einen Tag verschoben. Den Grund habe ich gestern genannt. Wer die Folge gestern nicht gesehen hat, ich habe meine dieses Formel 1 Liga verlassen aus Gründen, die ich hier nicht nochmal beitreten will, sondern deswegen fahre ich jetzt donnerstags. Das ist Donnerstag und Dienstag geht es weiter mit Assassin's Creed. Das ist ja das immer. Wenn ich fahre abends, weiß ich, ah, kein Assassin's Creed. Für die Fans ist das natürlich ein bisschen blöd, weil die lieber auch ein bisschen was gerne hier Assassin's Creed sehen wollen, aber nun ja, nun ja, nun ja. Ist halt so jetzt. Ja, Hauptmission machen wir demnächst noch. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Ich muss gerade mal gucken, wo wir hin müssen überhaupt. Weil eigentlich müssen wir ja sogar... Warte mal, ich muss mich gerade kurz orientieren. Weil uns fehlt noch ein Teilgebiet. Und zwar der Kollege hier. Eine Kopfgeldjagd. Und das, der Typ heißt... Emmett Cedric. Okay. Die Frage ist... was besteht das da aus? Ich krieg den schon irgendwie noch. Keine Sorge. So, ich muss mich nur mal ein bisschen orientieren. Ich muss nämlich wissen, wo der Typ überhaupt ist. Und wenn ich weiß, okay, wie viel Feindpräsenz ist denn da? Wie viel muss ich dann da für einen Aufwand machen? Aha. Okay, gut zu wissen. Ich muss das Ziel sogar lebend zurückbringen. Scheiße. Also, das ist die Aufgabe, Hauptaufgabe hier. So, mal gucken. Okay, viele Feinde sind das nicht. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ah, es sind ein paar, mein Gott. Da ist er, Level 7. Okay, Level 7. Ah, wir sind Level 5, das ist das Problem an der Sache. Aber gut, kriegen wir hin. Komme ich da irgendwie runter? Nee, ne? Scheiße. Ja, ich muss mich doch gerade ein bisschen orientieren. Wo ich da hin muss. Nein, 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 nein. Du lässt dich durch, mein Freund. Dann hüpfe ich da rüber. Damit ich dann mich ein bisschen durcharbeiten kann. Viele Feinde scheinen es ja nicht zu sein. Die kriegen wir schon irgendwie noch hin. Warte. Wirklich, jetzt nutze erstmal die ganzen Feinde weg. Ah, muss gerade gucken, wo sie sind. Der schleicht darum. Warte mal kurz gucken. Halluzinogene Bolzen. Nehmen wir den mal erstmal mit. Der soll erstmal seine Kumpels ausschalten, damit ich ein bisschen was Ruhe habe. Keine Ahnung. Den hat er sogar ausgeschaltet. Dankeschön. Den nehme ich mal mit. So, haben wir hier immer noch einen... Ah, der Feind ist noch da. Ich muss mal plündern. Ich nehme das mit, ne? Das ist ja kein Problem. So, wo müssen wir denn über? So, die Frage ist, wo muss ich denn... Ja gut, ich muss den in der Kutsche platzieren. Die Frage ist, wo habe ich denn hier eine? Die Frage, wo habe ich hier einen? Das ist, glaube ich, oder das ist das Gesamtziel. Es kann auch sein, dass es das Gesamtziel ist, dass ich hier gerade mal mich ein bisschen durcharbeiten.
Ambulanz und Polizei. Okay, da okay, ist kein Polizei. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, ernsthaft. Die hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie mich jetzt niederschlagen. Ach, das ist zum Kotzen. Ich möchte die Mission nochmal neu machen, oder was? Ich bin jetzt, haben die mich jetzt gesehen? Naja, dann müssen wir es halt nochmal neu machen. Schade. Ja, ich hätte ein bisschen früher hochgehen müssen wieder, dann wäre es einfacher geworden. Leute, kurz gucken. Ja, alles gut. Ist jetzt nicht so weiter tragisch. Na, ist auch wieder jetzt so eine die Situation, wo ich mir denke, ah, das ist ein bisschen blöd. Weil sie natürlich jetzt alle. Das kann ich aber nichts für. Tut ihr sie. Ich kann's noch. Hilfe! Hier wird ein alter Mann angegriffen. So, dich nehme ich mal mit. So. Den hole ich mir gerade noch schnell. Hier ist einer eingedrungen. Ist er nicht. Kurz mal noch schnell die Jungs da. Kurz mal noch mitnehmen. So, nehmen wir den mit. Oh, lauf davor, genau. Shit.
Scheiße. Meine Großmutter rennt schneller. Ja, und deine Großmutter rennt auch schneller. Ich schlitz dich auf. Das siehst du. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich jetzt über die beiden Polizisten wieder aus. Muss ich jetzt ausschalten oder was? Oh Gott, der hat so. Der Typ ist wohl Magier oder sowas. Ich brauche nämlich die Kutsche nämlich. Das ist das Problem an der Sache. Oh, die Tür glitscht ein bisschen. Scheiße. Da das Mädchen. Na, fahrt doch nicht alle gleichzeitig auf mich zu. Ach, jetzt soll ich fahren da oben und lang. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Leider ist der Typ. Ja, leider ist. Doch, er ist tatsächlich sogar Leben zurückgebracht. Ich habe den ja nur niedergeschlagen, stimmt. Haha, sehr gut, dann haben wir das geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed und dann machen wir das letzte Gebiet und vielleicht sogar schon den Bossfight. Wir gucken einfach mal dann. Bis dahin und tschüss bei Assassin's Creed. Zinke.